Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Und ihr seht es schon, was ich verbrochen habe in der Aufnahmepause. Ich habe nach meiner Rückkehr noch ein bisschen Antrium gesammelt und ja, wie gesagt, hat dann schon mal die ganzen eisenfreien Platten und sowas hergestellt und das ganze Krimskrams drumherum. Und dann dachte ich mir, okay, setzte mal die Landeplattform und jammer sie. Tada! Hier ist die Landeplattform. Ach, geil. Endlich eine vernünftige Landeplattform. Ich will das jetzt erstmal gleich einweihen. Wir brauchen witzigerweise, das fand ich ein bisschen komisch. Wir brauchen tatsächlich, um das Schiff direkt rufen zu können, tatsächlich auch ein Überbrückungsschiff. Hätte ich mir natürlich craften können, ne? Aber ich meine, aus Prinzip wollen wir das Ding vernünftig einweihen, indem wir da auch vernünftig landen. Wenn wir es dann hinkriegen. Oh Mann, das ist aber auch schwierig hier mit dem Schiff. Also irgendwie, naja. So, einmal nett anfliegen. Nein. Warum kann ich denn da nicht den Landebereich nicht frei? Natürlich nicht. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, warum man das nicht irgendwie. Warum kann ich denn hier nicht direkt landen? Sag mal, willst du dich verarschen? Landebereich nicht frei? Warum landet da jetzt ein Schiff? Na, das ist aber auch manchmal zum Wenden, ist das auch echt zum Mäusemelken. Warum landet da jetzt ein anderes Schiff auf meiner Landeplattform? Sind die ganz dicht, oder was? Verpiss dich da, das ist mein Landeplatz. Ich glaube, ich spinne. Na, jetzt kann ich hier noch warten, bis dieser Nasenbär da unten... Bis der Nasenbär sich da verpisst, oder was? Das glaube ich ja nicht. Und andere sind hier schon... Da, so. Warum kann ich denn hier nicht landen? Sag mal, bin ich bescheuert? Ich denke, das ist für mich... Landeplattform. Landebereich nicht frei. Ah, das ist aber auch ein Elend. Nee, ist klar. Die landen jetzt alle bei mir. Logisch. Die landen alle hier. Und die sind alle hier schon an der Warteschleife. Guck dir das an. Was wollen die denn alle hier? Sind die ganz dicht, oder was? Das ist meine Landefläche hier. Ich will hier parken. Ich glaube, ich spinne. Ich meine, gut, auf der anderen Seite ist es natürlich auch witzig, weil hier können natürlich wieder Schiffe landen, die man sonst vielleicht kaufen könnte. Ja, also es ist vielleicht auch nicht ganz so ungeil, weil, ich meine, nicht ganz so schlecht. Denn, ja, wie gesagt, hier kommen die Schiffe von alleine und wir können jedes kaufen, was hier ankommt. Also so ganz schlecht ist es nur auch wieder nicht. Aber eigentlich war der grundlegende Plan ein anderer. Kriegen wir jetzt eigentlich irgendwie was? Irgendwie auch nicht wirklich, ne? Ich meine, wenn man so eine Landeplattform jetzt bauen könnte, um damit jetzt hier zu Hause Geschäfte zu machen, dann wäre das ja nicht verkehrt, wenn man sich den einen oder anderen Unit noch dazu verdienen könnte. Warum nicht? So, apropos Units. Ich will jetzt erstmal wieder... Oh, guck mal, wir haben schon wieder eine Eiweißpalette. Die werde ich gleich mal wieder einlagern. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir sind bei 11,3 Millionen, 14,8 brauchen wir, dass wir so ein bisschen in die Richtung gehen, also dass wir vielleicht, mal gucken, ob wir diese Folge noch hin... Ach, ich hasse diese Leitern. Ob wir es vielleicht gebacken kriegen in die... Sag mal, willst du mich... Ich wollte mich fertig machen, ich merke das schon. Ich wollte mich doch einfach nur fertig machen. Ah, ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge vielleicht schaffen, auf die 14 Mille zu kommen. Ich glaube mal eher nicht. Aber ich muss erstmal den ganzen Krempel erstmal wieder craften. Auf jeden Fall sind wir kurz davor, so ist es ja nicht. 14,8 Millionen. Achso, und ich hatte beim letzten Mal in diesem letzten Sonnensystem, wo wir waren, wo ich Kandensium gesammelt habe, da waren tatsächlich noch sogar mehr... Frachter, also mehr Frachter, die man sich angucken kann. Da war sogar einer bei, der war verhältnismäßig günstig. Da kam 12,6 Millionen oder irgendwie sowas. Also irgendwas um die 12 Mille. Und den habe ich mir natürlich mal angeguckt. Es ist tatsächlich so, dass der Preis einfach dahin variiert, dass man halt verschiedene, oder dass man dann eben halt einen Platz, einen Inventarplatz mehr oder weniger hat. Ich glaube, der hatte 16 Plätze. Der hier im Sonnensystem hat, glaube ich, 17. Und den Frachter, den wir für 16,8 Millionen, glaube ich, gesehen haben, der hatte, glaube ich, 18 Plätze. Also, ja.
Ich weiß nicht, ob man nachher noch kleine Inventarplätze noch dazu kaufen kann bei Frachtern. Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. So. Aber erstmal werden wir ein bisschen Isoliergel herstellen, ein bisschen Geld verdienen. Und das Glückliche ist, ich bekomme natürlich hier in meinem Lager für Isoliergel 3,3% mehr. Das finde ich schon mal sehr, sehr geil. Hätte ja auch anders kommen können. Hätte ja auch Minus bedeuten können, was ich allerdings als erstes auch vermutet hätte, dass wir hier Minus bekommen. Aber nein, wir kommen hier auf 3,3%. Ich weiß nicht, woran sich das orientiert. Aber hier in unserer Verkaufsstation bekommen wir auf jeden Fall mehr Geld. So, Isoliergel. Dann stellen wir mal fröhlich Isoliergel her. Produkt hergestellt. So. Bup. 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 So, dann muss ich das am besten schon vertickern. So, Isoliergel 363.000. 3,2%. 3,2, nicht 3,3. Aber ich meine, das waren mal 3,3%. Kann das sein, dass dieser Preis variiert? Kann das sein, dass dieser Preis variiert? Das wäre mal interessant zu wissen. So, aber erstmal gucken, wie weit wir kommen mit dem Material. Aber ich schätze mal, wir müssen noch ein bisschen anbauen. Weil so mal eben ein paar Mille sind dann auch nicht so generiert. Das dauert ein Weilchen. Schon fast wieder leer, unsere Vorräte. Naja, ich sag mal so, pro Ernte kriegen wir mal so etwas bei 1 Million rum. So in dem Dreh. So circa 1 Million. Und jetzt sind wir bei vielleicht bei 12 Mille. 12,1 Millionen. 2 Millionen brauchen wir noch. Na gut, ein bisschen mehr natürlich. Wenn wir 14,8 haben, haben wir noch 2,7 Millionen, die wir da machen müssen. Also ich denke mal, zwei, drei Ernten müssen wir sicherlich noch durchstehen. Bevor wir das gewuppt kriegen, also. So. Ich muss auch erstmal sehen, dass wir den ganzen Krempel mal loswerden hier. Aber auch den. Wir müssen ein bisschen Lagerfläche schaffen, das ist auch ganz wichtig. So, die drei Isoliergel vertickern wir noch, weil mein Traum. Oder was ist mein Traum? Meine Aufgabe wäre es auf jeden Fall, dass wir noch die ganzen Geek-Artefakte. Guck mal, jetzt sind es wieder 3,3%. Eben waren es noch 3,2. So. 12,25 Millionen. Das ist gut. Gut. So, Spadonium Temerium haben wir jetzt noch. Nanithaufen. Mal eine Sache kurz gucken. Wir können natürlich die Artefakte ins Raumschiff laden. Ich glaube, das tue ich jetzt auch mal. Wir müssen jetzt erstmal wieder warten, bis die ganzen Pflanzen gewachsen sind. Viking-Dolch. Also ich packe mal die ganzen Sachen. Ich packe mal alles. Neutrino, das ist ja sowieso neutral, sage ich jetzt mal. Geek, Geograf, das ist auch für Viking. Und dann packen wir uns nämlich den ganzen Krempel, packen wir uns jetzt mal ein. Und das verkaufen wir erstmal schön in den Sonnensystemen, wo die Rasse vorherrscht. So. Da packen wir es mal rein und dann verkaufen wir da alles Schöne. Geek. Ja. Hatten wir da auch noch Artefakte? Korvax-Konvergenz. Korvax benutzt, um historische, kulturelle Informationen zu speichern. Ja, die müssen wir auch auf alle Fälle. Die müssen wir auf alle Fälle auch nochmal mitnehmen. Erstmal nehmen wir die ganzen Geek-Amulette mit. Aber wir haben hier ein Korvax, ne? Wir haben hier, glaube ich, ein Korvax-Universum. Eine Galaxie. Sonnensystem. Ich komme da immer wieder immer nicht mit zurecht. Wir haben hier auf jeden Fall ein Sonnensystem. Sonnensystem. So, dann packen wir das mal in Korvax. Ist klar. Aber ist nicht so schlimm. So, haben wir noch was über. So, ich guck mal eben kurz. Hier haben wir nur die Neutrinos.
Die kann ich mal eigentlich auf die andere Seite packen, oder waren da schon 10 Neutrinos drin hier? Hier waren schon 10 drin, aber es macht nichts, da können wir die anderen 2 gleich mit zupacken. Die brauchen wir nachher jetzt noch zum Craften auf jeden Fall. Obwohl wir die natürlich mit 137.000 könnten wir die natürlich auch mal satt vertickern. Weil, ja, wertvolles Computerteil, sehr beliebter Handelsgegenstand. Gucken wir mal einmal kurz, ich will mal eben was schauen. Ja, gehen wir auf alles, da brauchen wir keine Neutrinos. Aber wenn wir die nicht brauchen, wenn wir keine Rezepte für Neutrinos haben, oder wo wir Neutrinos brauchen, dann können wir die auch vertickern. Weil so viel Lagerfläche habe ich nicht. Jetzt mikrodichtes Gewebe. Also grundsätzlich, bis jetzt habe ich schon nichts. So, aber wir haben ja trotzdem noch nicht alles geguckt. Ich gucke mal nach Technologie. Weil sonst würde ich mir mal den Spaß erlauben, tatsächlich den Krempel zu verkaufen. Mehr habe ich hier nicht. Ich traue mich aber trotzdem irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn ich das noch brauche, die Neutrinos. Die brauchen wir natürlich auch für bestimmte Technologien, so ist es ja nicht. So, da haben wir das. So, Plutonium. Was haben wir noch an Plutonium auf dem Schiff? Wir brauchen das ja für die Startschubdüsen. Viking Doll. Ich gegnep. Schaut's aus mit Hyperantrieb. 80, ich glaube 20 brauchten Hyperantrieb Reichweite 310 Lichtjahre. 10 Lichtjahre. Standard 10 Lichtjahre. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal zur Raumstation. Und dann verkaufen wir mal den ganzen Krempel, die ganzen Artefakte. Das hatten wir sowieso schon mal vor. Ich weiß nicht, wie das ist, ob wir da vielleicht noch aufleveln. Das könnte man natürlich ausprobieren. So, mal kurz scharf bremsen. Einmal anvisieren. Und Schuss. Aber hier haben wir ein Corvax-Sonnensystem. Das weiß ich, ein Corvax-Sonnensystem. Dann bräuchten wir nur noch ein Geek-Sonnensystem und Viking-Sonnensystem. Weil, wie gesagt, es soll ja angeblich so sein, dass wenn du das verkaufst, dass du dann automatisch dann auch im Rang steigst. Ich werde mal, glaube ich, mal tanken müssen. Oh, scheiße, dann habe ich das natürlich ausgerechnet jetzt. Schlecht getimed. So, da wollte ich eigentlich. Ich wollte hier ein bisschen Eisen. Ja, natürlich. Dann switchen wir das mal um. So. Dass wir zumindest einen Platz frei haben für Eisen. Ich weiß es doch. Ja, ich weiß es. Ich will auch nur ein bisschen Eisen haben. Feindliche Scan, nein. Toll, das fehlt mir jetzt um gerade. So, von wo denn? Da oben. Da kommt ihr. Sich gleich vom Himmel um das Vieh. So, das war Nummer 1. Na toll. Toll, das ganze Eisen, das ich mir gerade schön abgefarmt habe, weißt du, das... Oh, wenigstens werden aber die Piraten hier nochmal direkt angegriffen. Tada! Also euch sollte ich lieber nicht angreifen, aber ihr seid die Guten. Sehr schön.
So, und mal wieder Eisen abbauen. Will eigentlich Eisen haben. Nein, auch kein Iridium. Ich will einfach nur Eisen haben. Ja, sauber, endlich Eisen. Also wurde man früher von Eisen erschlagen und jetzt musst du schon um Eisen betteln. Das ist unglaublich. So, wir haben schon Eisen. Ihr müsst es einfach ignorieren. Ja, kein Platz im Inventar, kein Platz im Inventar. Blablabla. Sind die, ist das neu? Okay. Das muss man nochmal im Auge behalten. Ich glaube, das muss ich mal gegen Piraten ausprobieren. So, ein bisschen Eisen fahren. Ich weiß, dass ich gerade eine ganze Menge Material flöten lasse, aber das ist halt immer so. So, da ein bisschen was rein. So, mehr wollte ich gar nicht. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht tun. So, und jetzt ab zur Raumstation. Jetzt kriegen wir in dieser Folge ja gar nichts mehr gebacken. Ja, ich hab doch gelinkt. Wo soll ich hin? Hallo? Ich flieg mal da lang. Ach ja, alles ein bisschen schwierig. Oh, was freut mich, wenn ich dann endlich mal mein Frachter zusammengespült. Was soll das denn? Achso. Oh, Alter. Wenn ich endlich mal meinen Frachter zusammengespart habe, das war dann auch ein Riesenakt. Und ein Glück gibt es immer das Isoliergel. Ich wiederhole das immer wieder, aber es ist ja auch so wirklich. Also hätte ich da mit Emiril oder weiß der Geier was, hätte ich das farmen müssen. Oh, mir hätte ich. Hätte mir, glaube ich, die Finger blutig gespielt. So. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht. Können wir ihm Sachen verkaufen? Das ging ja nicht, ne? Wir können ja nur mit ihm Baupläne handeln. Bei Kühen, bla 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 bla. Ablehnen, okay. Ich versuche mal hier die Korvax-Sachen zu verkaufen. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht ein bisschen aufsteigen. Ich weiß es allerdings nicht. Konvergenzwürfe 4,1%. 1. Verkauf. Wollte eigentlich verkaufen. 1. Hä, wieso hatte ich... Moment mal kurz. Konvergenzwürfel. Kaufen die nur einen an?
auf dem Raumschiff? Achso, nee, okay, doch, Verkauf 5. Okay. So. Nichts passiert. Okay, also zumindest keine. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich nicht hier gleich alles verkaufe. Bis auf die Geek-Amulette vielleicht. Hm. Ich weiß ja auch nicht, ob man groß informiert darüber wird, ob man jetzt da in der Gunst der Korvax gestiegen ist, oder? Alter, ich weiß nicht, ganz ehrlich. Das wies sich nicht. So, welches war so? Ich gehe mal da mal hin. Was ist das? Da steht. Es wäre schön, wenn hier mal stehen würde. Quasi, wenn du ein Sonnensystem betreten hast, wenn er gleich stehen würde, zack. Geek-Sonnensystem oder sowas. Naja, wenn, zumindest wenn du da schon mal gewesen bist, wenn du da schon mal gescannt hast. Das wäre schon mal äußerst hilfreich. Hast du bereits entdeckt? Jo, das ist mir klar. Ich will aber eigentlich wissen, wo meine... Da. Naja, 15 Sekunden können wir auch noch so ein bisschen durch die Gegend gleiten. $12 Millionen, wir kommen dem Traumfrachter näher, definitiv. Ist dann halt die Frage, was können wir dann noch mit dem Frachter anstellen und wie funktioniert das hier nachher mit den doppelten und dreifachen Raumschiffen? Wie können wir uns ein ganzes Geschwader zurechtbauen, hätte ich fast gesagt, aufstellen? Das ist mal gucken. So, das ist, scheint ein Viking-System zu sein. Das ist ein Viking-System, ja. Gut, dann verkaufen wir noch hier mal Viking-Artefakte. Verkaufen. Graf, das wäre auch für Viking, ne? Ein Gas, das gerne würden ja. Verkaufen. Minus 5%. Komm, scheiß drauf. Weißt du, ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt dreiviertel Jahr hier durch die Gegend zu suchen. Viking-Dolche plus 0,8. Vertickern wir Bobs. Thema durch. 12,4. Und jetzt brauchen wir noch einen Geek. Verkaufen noch die Geeks und dann ist das gut. Dann haben wir wenigstens die Artefakte weg und dann hat sich der Lack. Aber auch, bin es ehrlich gesagt auch so langsam leid, immer durch die Gegend zu fliegen und zu gucken, oh, gibt's da das, gibt's da das. So, dann springen wir noch einmal. Vielleicht in ein Geek-System. Warum... Kann ich jetzt nicht warpen, weil er wieder... dann machen wir das halt anders. Dann müssen wir wieder vom Schlachtfeld wegfliegen. Aber wir fliegen eigentlich im Prinzip direkt darauf zu. So, jetzt können wir. So, wo fliegen wir nun hin? Aber ihr mal mit eurem Zentrum der Galaxie, das will ich momentan gar nicht. Warpen wir doch gleich mal nach nebenan. Ne, da ist zum Beispiel geil entdeckt von sowieso, da steht er jetzt entdeckt von mir halt vom 19.04.2017. Wenn da jetzt drunter stehen würde, Geek-Sonnensystem zum Beispiel. Das wäre super. Könnte man natürlich, klar kann man das natürlich, man kann natürlich den Namen ändern und dann, was weiß ich, der Geek hinschreiben oder Viking oder sowas, das kann man natürlich alles dahin tickern. Aber, naja. Meilenstein, ich wollte gerade sagen, das ist doch die Melodie für den Reisemeilenstein. 5470 Mal geworbt. Naja, 50 Mal. Ist ja knapp. Ne? Knapp geschätzt. So, was haben wir hier? Ein Geek? Lass es ein Geek-Sonnensystem sein. Lass es ein Geek-Sonnensystem sein. Steht da unentdeckt?
Achso, wahrscheinlich war ich noch nicht auf jedem Planeten hier. Tut ja manchmal auch nicht Not. So. Das ist ein Corvaxon-System. Ja. Wisst ihr was? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen fünftigen Preis kriege... Wenn ich jetzt einen fünftigen Preis kriege für die Artefakte, für die Gignams... Ah, das ist natürlich wieder klar. Gignam verkaufe ich jetzt, habe ich jetzt keinen Bock drauf. 72.000, ach komm, weißt du. Egal, wir hauen das jetzt raus. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, da jetzt noch groß Dreivierteljahr zu suchen, bis wir da irgendwo den besten Preis gefunden haben oder das richtige Sonnensystem. Da habe ich jetzt gar keinen Nerv zu. Und ich schätze mal eher, dass diese Artefakte auch nicht wirklich was bringen. Also ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass man tatsächlich in der Gunst des jeweiligen Volkes steigt, wenn man die richtigen Artefakte in den richtigen Sonnensystemen verkauft. Aber, ja. Ich glaube... Ah, warte mal. Wir machen das ein bisschen kompliziert gerade. Ich kann hier auch wieder zurück warpen. Beziehungsweise... Zurückporten war eigentlich der Ansatz. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt nach Hause porte, ob er automatisch dann das Raumschiff auf unsere Landeplattform setzt. Oder ob er das Raumschiff tatsächlich wieder nur weiß der Geier wohin setzt. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Moment, Sky ist abgestürzt. Hey, wunderbar. Funktioniert, passiert irgendwie immer wie beim Teleporten. Witzigerweise oder eher komischerweise. Zumindest zeige ich das hier an. Jetzt. No Man's Sky funktioniert nicht mehr. Ja gut, das wissen wir ja schon länger. Schade. Nun gut, dann beim Anblick dieses schönen Portvorgangs verabschiede ich mich dann heute vorzeitig mal von euch. Naja, gut 3 Minuten weniger als sonst gewohnt. Ich denke mal, das werden wir überleben. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und fürs Durchhalten. Und in der nächsten Folge, ja, dann müssen wir mal gucken, ja gut, was ich jetzt noch an Isoliergel herstellen kann, ob die Pflanzen wieder alle gewachsen sind. Na, ich weiß nicht, den Sprung auf 14,8 werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ich sag ja, so etwas über 1 Million, so 1,2 Millionen oder so machen wir jetzt ja bummelig. Pro Ernte. Vielleicht mache ich jetzt auch einfach ein kleines Päuschen und werde jetzt so lange nochmal Isoliergel farmen, beziehungsweise die Pflanzen dafür, dass wir dann in der nächsten Folge direkt gleich am Anfang uns den Frachter kaufen können. Irgendwie sowas. Ich muss mal sehen, wie ich das mache. Oder wir machen noch irgendwie eine Sammelfolge von irgendwas. Und das ist eben noch so das Problem von No Man's Sky. Du hast eigentlich nicht wirklich viele Ziele. Na, das ist das Problem. Wir haben ja im Prinzip... Das Ziel gibt ja, also, beziehungsweise du hast ja mehrere Ziele. Du kannst ja einmal dem Atlas folgen. Nicht schlecht, dann findest du halt die ganze Zeit halt diese komischen Atlas-Dinger, Kirchen, Dingsbombs und sammelst da halt die Steine. Und wenn du genug Steine hast, dann kannst du wieder von vorne starten. Du kannst zum Zentrum der Galaxie fliegen, ist auch ganz schön. Aber wenn du angekommen bist, startest du wieder von vorne. Ne? Ich weiß allerdings nicht, wie das ist, ob du, wenn du jetzt wieder von vorne startest, also nimm mal an, du hast jetzt die Galaxie erforscht, beziehungsweise bis zum Zentrum vorgedrungen, weiß ich nicht, wenn du wieder von vorne startest, ob du dann komplett neu startest oder ob du mit deinem vorhandenen Material startest. Aber ich glaube, verstanden zu haben, ich glaube, das stand auch schon mal in den Kommentaren, dass du tatsächlich komplett von vorne starten musst. Das ist für mich nicht erstrebenswert. Hier habe ich jetzt zumindest bei No Man's Sky so das Ziel gehabt, in den letzten Folgen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte alle Quests gelöst haben und ich möchte einen Frachter gekauft haben und mir auf dem Frachter eine Basis gebaut haben. Das war eigentlich so meine Zielsetzung. Und im Prinzip gibt es momentan nicht mehr von No Man's Sky, muss man ganz ehrlich so sagen. Es sei denn, man ist nun wirklich so drauf, dass man wirklich jeden Planeten erforschen will und so weiter. Aber ansonsten, es ist ja auch so, zum Beispiel, selbst wenn du sagst, du willst Material farmen und damit Geld verdienen, ja, wofür? Gut, du hast dann vielleicht einen Frachter voll mit tollen Schiffen, dass du dann diverse Sachen hast, dass du ein super Schlachtschiff hast, ein super Trading-Schiff, also ein super Schiff, womit du Material transportieren kannst, sowas. Aber letztendlich, wofür? Wofür hast du das Geld? Ne? Also das, im Prinzip ist das so ein bisschen, ja, nur mein Sky hat momentan kein Ziel. Das ist halt einfach so. Oder nur ganz kleine, nur minimale Ziele. Kein Ziel kann man jetzt mittlerweile auch nicht mehr sagen, durch die ganzen Quests von den Konstrukteuren und Wissenschaftlern und so, die man jetzt in der eigenen Basis hat. Da hast du natürlich jetzt ein paar kleine Ziele. Aber letztendlich umfassen die ja auch nur, in Anführungszeichen, 5 oder 6 Quests. Und dann war's das. Dann sagen sie dir, jo, ich habe dir alles erzählt, was ich weiß. Und dann ist der Drops gelutscht. Ne?
So, und ja, ich weiß nicht. Da mache ich eben meine Hoffnung, da setze ich eben meine Hoffnung voll in das neue Update, dass da tatsächlich mal ein Grund mit ins Spiel eingebaut wird, dieses Spiel zu spielen. Es klingt immer so negativ, ich habe das schon x-mal drüber philosophiert, aber es ist ja so. Ne? Es fehlt einfach der direkte Grund. Ne? Momentan ist man einfach nur da, man guckt einfach nur, man schaut ein bisschen rum, man sammelt vielleicht 2-3 Sachen. Und das ist gut, es kann ja nicht Ziel des Spiels sein, so jetzt habe ich aber alle 3 Warp-Upgrades für mein Schiff freigeschaltet oder gefunden. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Aber nun gut, wie gesagt, ich habe da schon x-mal drüber philosophiert und ich habe mich ja auch schon verabschiedet. Von daher, wir sehen uns in der nächsten Folge von No Man's Sky wieder. Macht es gut. Tschüss.